auf in die nächste Etappe. Jetzt mit einem Lamborghini. Und es wird dunkel, oder es wird schon wieder hell. Es geht nochmal zurück in die Wüste. Desert Hills. Mal schauen, vielleicht kommt hier irgendwie der Abschnitt, von dem ich dachte, dass er schon früher kommt mit der Nachtstrecke. Aber jetzt wird es ja gerade, ist ja Quatsch, jetzt wird es ja gerade wieder hell. Weil wir aus dem nächtlichen Las Vegas entkommen sind. Naja. Habe ich mich wahrscheinlich einfach geirrt. Na, obwohl hier ist noch ein bisschen dunkel. Ja, so ein bisschen. Du musst dir ein bisschen Zeit gut machen. Alles klar. Ja. Ach, scheiß drauf, ich bleib jetzt bei dem Wagen. Egal, was da noch gewesen wäre. Der ist ja auch eigentlich cool. Ja, jetzt ist doch hier Wüstenlevel bei Nacht. Habe ich mich zumindest bei dem Teil doch nicht geirrt. Oh. Oh, shit. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Wüstensturm oder dieser Wüstensturm, das war in dem einen Level schon, das war dann nicht mehr, als dass es so ein paar Sekunden lang ein bisschen sandsturmmäßig das Bild verhangen ist. Dann war es vielleicht doch nicht mehr, weil es kommt auf jeden Fall noch so eine Art Schneesturm oder so ein bisschen Schneegestöber kommt noch. Aber zumindest habe ich meinen Wüstennachtabschnitt doch bekommen, habe ich mir doch nicht eingebildet. Der Wagen ist eigentlich ganz cool. Also hätte ich gar nicht tauschen müssen. Passt. Wo spannend gewesen wäre, was es noch in anderen Wagen hier im Abschnitt gegeben hätte. Oh. Oh, Scheiße. Okay, ich bin ganz vorne. Wow. Aber die geben nicht auf, die Kollegen. Sind nah dran. Verdammt nah dran. Das ist ja lustig, sehe ich jetzt. Erst unten ist eine Einblendung für irgendwas mit Gegenverkehr. Ach so, das ist... Ah, wie lange man im Gegenverkehr gefahren ist. Und wenn man im Gegenverkehr fährt, dann lädt sich das Nitro auf. Okay. Ist aber jetzt dann auch durch den Levelaufstieg erst freigeschaltet worden. Gummi. Und durch. Danke. Wie schafft. You have done well. Ja, aber es ist auch ein ganzes Eckchen bis Chicago. Chicago. Ich habe auch, ehrlich gesagt, in Erinnerung den Abschnitt Chicago mit dem Las Vegas-Abschnitt durcheinander gebracht. Ich dachte, da passieren andere Sachen. Ich habe mich geirrt, ich habe mich vertan. Und aus einer Chicagoer Familie, also aus der Mafia, Leidenschaft für Autos. Okay, so viel dazu. Wow. Was zum Teufel? Der spinnt wohl. Diese Kamerafahrten sind auch immer sehr, sehr cool mit dem nah an der Figur ran und dann zoomt er so ein bisschen raus. Da ist er wieder ganz normal im Rennen drin. Sehr, sehr nett. Wenn es jetzt noch ohne Interface wäre, perfekt. Vielleicht gibt es sogar eine Mod für die PC-Version, aber ich es kaum glaube. Das sieht auch richtig cool bei Nacht aus.
Ja, aber man merkt schon gleich, das ist jetzt hier eine etwas andere Klasse, was so die Geschwindigkeit angeht. Da ist nicht viel Spielraum für Fehler. Zum Glück verzeiht das Spiel Fehler eben auch sehr, sehr stark. Wuhu! Cool, dass mit dem Mini-Tor aussieht. Oh, was ist denn da los? Krass, da hat irgendjemand einen ganz fiesen Unfall gebaut. Da rannte der Wagen noch aus. Komm hier. Wie schnell das ist! Ah! Ups, ich hab aufs Dach gelegt. Boah! Ja, komm! Boom! Was für ein Geschwindigkeitsgefühl! Super gut! The Run wird fortgesetzt. Für alle, die jetzt vielleicht sogar noch zuschauen, schreibt mal bitte in die Kommentare ran, ob ihr das nachvollziehen könnt, warum ich so begeistert für das Ding bin. Oder ob ich da, glaube ich, ein bisschen, ob ihr glaubt, dass ich da ganz schöne Macke habe. Vielleicht kann ich es auch nicht so richtig erklären, warum ich das so cool finde. Das ist cool. Es wäre halt wirklich geil, wenn diese Zwischenpausen nicht wären. Also wenn diese Ladebildschirme nicht wären. Wenn das ein Rennen wäre, das wäre der Wahnsinn. Was hier bei The Run durchaus geht. Nee, nicht The Run, The Crew. Also geil, auf diesen komischen Schotterpisten mit einem Lamborghini lang zu fahren. Und danach kannst du die Karre wegschmeißen. Oh. Das ist auch eine lustige Zusammenstellung an Wagen, gegen die man hier so fährt. Also ganz witzig. Ob das 150 unterschiedliche Autos auch sind? Die sind jetzt 200 Fahrzeuge insgesamt. Die sind nicht 200 unterschiedliche Fahrzeuge. Das sind wahrscheinlich irgendwie die 70 Karren, die es so gibt. Dann in unterschiedliche Bemalungen und so. Lasst mich in Ruhe! Vor allem lasst mich hier aus diesen Canyons raus. Lebend im besten Fall. Wird übrigens schon wieder hell. Und natürlich kommen noch die Cops. Ja. Oh, und die Cops haben auch schon bessere Wagen. Jetzt so ein bisschen sportwagenmäßiger Dinger. Das ist auch so schön, immer, dass man so schön noch in das Panorama reinschauen kann. Straßensperre? Vor allem ist auch so geil, wie schnell die Straßensperre da ist. Jetzt sind
die anderen Wagen wahrscheinlich gar nicht mehr so ein Riesenproblem, sondern eher die Polizei. Aber es ist, glaube ich, gleich geschafft. Ja, noch eine große Kurve und dann war es das. Und tschüss, ihr Bullen. Zack. Sehr schön. Ich wette, das wäre heute technisch gar nicht so ein großes Problem, die Sachen zusammenzuziehen. Da würde man irgendwie ein bisschen Zwischensequenz dazwischen machen, statt hier dieser Bilder. Und dann wäre es halt ein Run. Los, lad schneller. Ich auf die SSD kopieren sollen. Ah. Schauen wir doch mal, was es für Alternativen gibt. Ach so, das wird jetzt nur erweitert um die Wagen, die es quasi vorher dann schon gab. Aber dann nehmen wir mal hier so einen Aston Martin in... Schauen wir mal, wie der in lila aussieht. In blau. Und das sieht ja ganz nett aus. Ach scheiße, jetzt soll ich schon wieder im Moment Kit auswählen. Ach fuck! Ich hab zu schnell gedrückt. Geil, dass jetzt alles zusammen ist. Polizei, die einen jagt, noch hier mit dem Rennen gleichzeitig. Hau ab! Mann, ihr sollt abhauen. Nein. Du kriegst mich hier nicht raus. Zack. Das ist eine Abkürzung. Ja, hat nicht so viel gebracht. Oh. Die immer noch mit ihrem ganzen Jeep, der da hinterher kommt. Los, 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 los. Ist das ein alter Mercedes hier vorne? Muss sein, oder? Hier vielleicht besser erkannt. Geht's durch? Da geht's durch. Komm hier. Boost rein, Turbo Boost, Super Pursuit Mode. Und tschüss. Und das Lustige ist da hinten. War wohl nix, Kollege. Ist ja auch geil, hier jetzt in der Ziellinie noch in das Zivilfahrzeug rein donnern. Irgendwie sah der Lamborghini besser aus. Egal. Soll ja auch ein bisschen Abwechslung sein bei den Fahrzeugen. Uah. Ich finde es auch total schön eigentlich in dem Spiel, dass das keine so krass bemalten Wagen sind. Da stehe ich ja irgendwie nicht so doll drauf.
Außer vielleicht jetzt so ein bisschen Rennstreifen. Aber halt kein so, jetzt hier noch riesen Graffiti oder so drauf. Ist jetzt nicht unbedingt meine Welt bei Autos. Ganz klein, ein bisschen dezent vielleicht, aber ich mag es schon ganz gerne, dass es normale Wagen sind, dass sie normal aussehen. Kampf im Canyon. Klar, und nebenbei dann noch ein paar Gegner besiegen. So eine Berg-Canyon-Strecke ist auch sehr, sehr cool. Erinnert mich immer voll an Kroatien-Urlaub, wo wir mal in so ein komisches Tal reingefahren sind, wo dann tatsächlich in diesem ganzen Tal so alte, noch so aus der Russenzeit, alte, große, ja, mindestens 5 Stockwerk hohe Plattenbauten standen. Die müssen da irgendwas abgebaut haben. Es war also, die passten überhaupt nicht rein. Also die waren da völlig fehl am Platz von dem ganzen Stil, von der ganzen Architektur. Und dieses ganze komische Tal war wie so ein Geistertal, also total merkwürdig und richtig gruselig. Also schon allein das da durchfahren, zumal wir an dem Abend auch noch ewig lange dann nach einem Hotel gesucht haben und echt nichts gefunden haben. Shit. Ah, verdammt. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben, diese komische Talfahrt und wir dann auch. Ja genau, da kam noch dazu, dass seit ewig keine Tankstelle mehr da war und wir dann schon langsam ein bisschen Panik gekriegt haben, wo wir jetzt nochmal Sprit herkriegen oder ob wir da in diesem Gebiet stranden würden und dann von irgendwelchen komischen Leuten gefressen werden. Wie das immer so ist, ne? Also absolut berechtigte Ängste. Ist nicht vorbei. Lass mich vorbei! Du kannst hier nicht vorbei. Kann ich wohl. Kann ich nicht? Shit. Zu langsam. Ich glaube, an den Abschnitt hier kann ich mich noch erinnern, weil ich glaube, den habe ich mehrmals nicht geschafft. Wie ich mich an den Sandsturm erinnere. Haha. Aber zumindest mit der Nachtstrecke hatte ich immer recht gehabt. Immer besiegt. Die sind auch nicht allzu gut darin, Straßensperren zu machen, die Kollegen. Entschuldigung. Ich glaube, der andere ist auch noch mit reingerast. Oh, und jetzt fängt hier Schneegestöber an. Schön, dass ihr mir hier mitten in der, auf der Straße so einen schönen Durchgang lasst. Sehr nett von euch. Gut. Darf den nur nicht noch aufschließen. 20 Sekunden ist ein bisschen zu lang. Ja, so viel dazu. 20 Sekunden sind zu lang für eine Gummiband-KI. Da kann die problemlos wieder reinkommen. Shit. Schaff ich nicht. Er ist zu weit weg. Verdammt. So ein Mist. Ja, aber jetzt, doch, ich glaube, die Strecke, die ist mir in Erinnerung geblieben. Die war öfter ein Problem. Oh, geil, hier bei ihm der Nitro an der Seite. Wow, das war kein Geländer, an dem man sich festhalten kann.
wie man sich rumschleudern kann. Gemein. Oh, komm schon. Oh, und durch. Ja. Die Abschnitte waren auf der Xbox 360 dann teilweise schon echt schwer zu erkennen, weil das natürlich nur 27 war. Und dann waren so eine kleinen Objekte, die dann vorne sehr, sehr flach ankamen, schwer zu sehen, was das eigentlich genau sein sollte. Ach, was für ein tolles Spiel. Ach, das war's schon wieder. Ja, ja, gut. Na gut, dann war's das halt schon wieder. Mein Gott, kann ich auch mitleben. Das ging jetzt verhältnismäßig schnell. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Pause und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit der nächsten Etappe. Bis dann, ciao.